Hallo liebe Leute, da seid ihr ja wieder. Zu Star Ocean 5. Wir sind noch immer in der Höhle, ich bin erkennen. Ich habe auch jetzt keine Pause gemacht oder die Offscreen weitergemacht, weil wir erstmal die Höhle weiter erkunden. Ein bisschen nochmal. Aua! Looting und damit die Quests fertig machen. Ich habe das Random Sword mir gar nicht angeschaut und auch nicht die Kristallkugel. Da habt ihr bestimmt irgendwas im letzten Part schon drunter geschrieben. Könnt ihr euch gut vorstellen. Oder euch zumindest euren Teil gedacht, für die, die sich nicht trauen zu kommentieren. Zweimal Damaskusstahl, geil. Dann scheiß auf die neuen Waffen, da kann ich bestimmt jetzt wieder was Neues herstellen. Da war doch was hier unter Starflail. Geil. Herstellen. Ach, das ist nur... Das ist der Willy War Bowl. Ernsthaft? Den ich hier finden kann, wohlgemerkt. Dafür habe ich das jetzt hergegeben. So, Valoon Sword, Venom Sword. Es ist nicht viel, aber es ist cool. Und ich kann den Gegner vergiften. Das ist noch viel geiler. Oh, sehr schön. 20 und 20. Geil. So, jetzt möchte ich aber natürlich trotzdem weiter in der Höhle gehen. Ein bisschen zumindest. Oh, ich darf aber bestimmt noch nicht zu den Dünen, weil dann... Geht es bestimmt mit der Story weiter und dann heißt es, nein, du kannst nicht zurück. Wieso? Bist du dumm oder so? Da übrigens ja scheinbar die Leiste rechts nur beim Einsetzen funktioniert, habe ich mir überlegt, das macht gar keinen Sinn, das einfach in den normalen Kampf einzusetzen. Das werde ich mir jetzt immer für den Gegnerkampf aufheben, was ja sowieso meistens Sinn macht. Und werde damit einfach die Gegner bombardieren. Ernsthaft? Das kann jetzt aber nicht daran liegen, dass ich die neuen Waffen ausgerüstet habe, oder? Das wäre ja ein bisschen übertrieben. Ach ja, herrlich. Zweimal Rubine, die brauche ich aber gar nicht mehr so dringend. Aber egal. So, also zuerst nach links. Nein, sie haben mich erwischt. Ohne mich weiter. Sie haben mich erwischt. Also, es wird, glaube ich, relativ lange dauern, bis ich alles für die Quest zusammen habe, so viel wie ich jetzt schon wieder verbraten habe. Außer, guck mal, was für eine Gegnerart ist denn das? Vielleicht gibt es ja von denen was. Na, meine Mietzis haben da oben eben komische Geräusche gemacht im Schlafzimmer. Ich hoffe, denen geht's gut. Das klang nicht normal. Kristall! Ich habe einen Kristall gefunden! Geile Scheiße, Mann! Finished! Die Dellards am Boden liegen beendet. Ist doch auch mal ganz nett. Alter, jetzt geht's aber los. Quests... Ich habe das, ich habe 7 Stück Kohle, ich habe die noch nicht platt gemacht. Ich brauche noch 5 mal Damaskusstahl, das Ebenholz, da muss ich mal schauen, wo ich das finde. Und die Caterpillar, die finde ich aber zu 100% auf dem Weg. Und wenn ich das nächste Mal lang gehe, werde ich da einfach mal in den Harvest Points nachschauen. Muss es da normalerweise auch so gehen. Ich denke, ich werde mich auch ein bisschen darauf einigen müssen, dass ich Gegner auch platt mache. Das schneide ich halt dann einfach alles raus. Ich hatte so gerade wieder voll Elan und Bock aufzunehmen, nachdem ich jetzt ein paar Tage krank war. Aber ich muss es ja nicht übertreiben, oder? Weil sonst... Ah, ich habe schon... Wenn ich das von Anfang an rausgeschnitten hätte, dann wären wir wahrscheinlich schon in der Story 10 Stunden, Spielstunden weiter. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. So, wo sind denn die scheiß Corpse Generals? Ich finde die hier nirgends. Die sind ein Mythos. Das ist es. Die sind hier einfach ein Mythos. Aua! Was soll denn das? Hier, greift mich doch mal normal an, damit ich abwehren und kontern kann. Das wäre doch mal ganz geil. Nein, das war nicht ein normaler Angriff. Victor! Ich eile dir zu Hilfe! Dein Schneekaffee-Geld kommt! Ja, gut. Das war der Gegner. Noch zweimal Damaskusstahl. Sehr schön. Dann dürfte ich jetzt eigentlich schon fast den Damaskusstahl auch voll haben, oder? Ich habe ja jetzt nicht wirklich was ausgegeben. Super. Ja. Ich habe genug Damaskusstahl. Wie viel Damaskusstahl habe ich denn? Das würde mich mal interessieren.
Wo ist denn das drunter angezeigt? Unter... Ich habe keine Ahnung. Damaskusstahl. Genau 5 Stück Scheiße. Das heißt, ich kann nichts verbraten. Verdammt! Ich muss doch so viel loswerden. Im Schmieden, meine ich. Dann werde ich jetzt schon wieder ewig lang zurücklaufen müssen. Traurig, traurig, aber wahr. Ach, schade. Tauchen die weiter tiefer auf? Ach, Moment mal. Ich habe ja noch einen guten Bereich vor mir. Was ist das? Das ist einer dieser blöden Generale. Alter. Alter! Sniffle the armor that walks? Sorry, aber... Das ist mir zu unsicher. Ein einzeln umstehender Gegner mit Eigennamen. Und der auch noch verdammt stark. Holy fucking shit. Alter, der macht mir sogar ordentlich Schaden. Das ist ja krass. Fuck. Was geht denn hier ab jetzt? Oh, 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 heil dich mal, Mickey. Alter. Was ist das? Da ist ja noch so ein Vieh aufgetaucht. Hä? That walks? Also eines, das läuft, eines, das wandelt. Heißt, weißt du, wandelt? Ich weiß es nicht. Aua. Es geht aber. Also wenn Zauber von denen ist, treffen wir nicht. Oh, scheiße, Garden Break. Ach, du Schande. Ich sehe den Gegner zwar nicht mehr, aber vielleicht kriegt er gerade auf die Mütze. Das kann ja sein. Alter. Alter, ne. Das geht ja mal gerade gar nicht. Hoffentlich taucht da nicht noch einer auf. Er ist von Anfang an zu zweit gewesen. Das würde erklären, warum ich wieder plötzlich so schwierig machen. 13.000 Erfahrungspunkte. Und nur eine Handvoll SP. Trotz dem Boni, den ich jetzt bekommen habe. Alter, ne. So, was habe ich jetzt bekommen? Pneuma Signets. Revive and... Wiederbeleben. Oh mein Gott! Ja, Miki! Ja! Sie kann wiederbeleben! Ich bin schon mal auf der sicheren Seite, sehr gut. War das jetzt random, dass die Gegner hier aufgetaucht sind? Das hat mich jetzt ein bisschen verunsichert. So. Chaos Corps, Corporal! Ach, die General sind ein Corporal. Alter! Wow! Ich habe insgesamt schon über 9.999.999 Schaden. Okay, waren das überhaupt schon 5 Stück? Ich glaube die nicht. Doch, es waren schon genug. Ja, excavate bitte. Scheiße. Was ist das denn? Das ist doch scheiße. Wieso komme ich da nicht durch? Oder komme ich da nur noch nicht durch? Okay, dann werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Quests abgeben. Achso, was war denn eigentlich mit den... nein, ich wollte nicht loaden. Mann! Zurück! Resources. Dankeschön. Was ist da jetzt hier eigentlich nochmal? Ebony Wood und Caterpillar Free. Okay, das werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Glaube ich richtig. Ach, deswegen war hier der Speicherstand. Das war so gesehen der Endboss in dieser Höhle. Und ich hab das nicht gerallt. Geil. Ich bin ja super. Bei Dark Souls wäre ich ganz gut aufgehoben, merke ich schon. Ey, geil. Dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall erst noch mal ein bisschen Damaskusstahl und sowas. Immer her damit, wir schauen. Immer her damit. Ja, damit. Gib mir dein Stahl! Das wäre aber... Wenn der Stahl sowas wie die Haut von denen ist. Oh, Kristall, sehr nice. Mag ich auch haben. Wenn das sowas wie die Haut von denen ist, dann sage ich ja im Prinzip, gib mir deine Haut. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so. Ja, nein! Fuck! Ich hab's verkackt!
Ich hab's so richtig hart verkackt. Das war richtig harter Stil. Naja, aber immerhin habe ich die ganz gut bekommen. Und die hinterlassen halt nichts. Mann! Ich brauche doch noch Stahl, ich brauche doch noch Kohle. Das ist wieder so ein einzelner Pimp, der hier rumgeht und eine Probe macht. Ah, nee. So, da sind die komischen Skelette, aber gegen die will ich eigentlich gar nicht kämpfen. Ich will mir, jawoll, die Schnuckis hier will ich kämpfen. Hoffentlich kann ich meine MP mal sparen, bis ich wieder in die Serie bin und übernachten kann. Ich wette, ich habe jetzt schon wieder Private Action. Ich habe ein bisschen was gemacht, ein bisschen kämpfen, Zuneigung ist vielleicht mit dem Kampfbaum 0,1% wieder gestiegen. Da muss man ja wieder mal miteinander labern. Damaskusstahl, sehr schön. Ach ja, hier unten noch. Auch das Skelett da unten. Scheiße. Hört auf, mich zu prügeln. Ja, ich krieg euch. Bam, so sieht das aus. Die Schattennadeln sind schon mies. Vor allen Dingen hat der sie mitten ins Kreuz bekommen. Stelle ich mir nicht ganz so angenehm vor. Ich finde es ganz angenehm, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe viel. Dafür, dass noch nicht so viel Zeit vergangen ist. Gefühlt. Bin ich ein bisschen froh drum. Ich muss mich nur ein bisschen zurückhalten, gerade zu husten. Mir sitzt es im Hals. Oh je. Eine platte Ebene. Labert doch wenigstens mal irgendwas. Komm, Miki, von mir aus rede wieder über das Wetter. Über das Wäschewaschen. Nee, eigentlich wäre es mir lieber, wenn Fiore wieder Victor dazu bringt, zu sagen, oh, es ist so cool. Es ist einfach nur cool, diese Zwischengespräche. Aber davon habe ich halt viel zu wenig, weil ich halt nicht wirklich viel rumlaufe. Hier, die Pilze lasse ich jetzt mal außen vor. Von denen kriege ich es eh nicht, was ich haben möchte. Wobei, ich brauche ja für alles Mögliche, brauche ich nochmal Springwater und... Naja gut, brauche ich diese Pilze bekämpfen, um Springwater zu bekommen, fürchte ich. Bam, bam! Chaka, chaka, und schon ist er gut. Wir müssen irgendwo... Da sind die Scumbags. Sehr nice, gibt mir noch mal ein bisschen was von eurem Dwarven, Schlag mich tot, Klamotten. Ich mach euch nackig hier, ihr Scumbags. Nackig mach ich euch, nackig, nackig. Sehr nice. Was machst du da? Das gefällt mir gar nicht, dass du hier auf dem Boden sitzt und betest. Sterb, sterb. Und diesmal ist keiner geflohen, sehr schön. Das gefällt mir. Selbst wenn er versucht hätte zu fliegen, wäre er wahrscheinlich im Lift gestorben. Dwarven Embroidered Thread. Zwergengefertigter Stoff heißt es, glaube ich, übersetzt. Glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Embroidered heißt, glaube ich, geprägt. Also zwergengeprägter Stoff. Also sind die Scumbags Zwerge? Wie diskriminierend ist das denn? Ich meine, es macht Sinn aufgrund der Größe und allem, aber voll diskriminierend. Ist voll fies, ey. Es geht doch nicht. Unverschämt, wenn ich sowas. Und Private Action? Ne. Ernsthaft, keine Private Action. Und ich muss trotzdem nach Soma. Das ist rule. Nach Soma muss ich auch. Da oben finde ich ja Platin. Bin am überlegen, ob ich das offscreen mache oder gleich hiermit verbinde, aber dann sitze ich hier jetzt noch eine Dreiviertelstunde, nur um in Soma rumzulatschen. Schneid da vielleicht nur mal ein kleines Gespräch mit rein. So, Nummer 1. Für, naja, ein Antiparalyse-Zeug. Ist schon mal nicht ganz so wichtig. Kohle! Lichtcharm, Dankeschön. So, dann würde ich gerne hier die Corps Corporals endlich mal abgeben. So. Wow. So, und ich habe eigentlich nichts Wertvolles bekommen. Ich habe Geld ohne Ende bekommen. Das war es auch das einzige Relevante.
Wie viele Punkte? Oh, ich habe aber schon wieder viele Punkte für die Specialties. Und ja, ich sehe richtig, ich kann Anthropologie hochbringen. Zack, Maximallevel. Das nächste wird die Zoologie sein. Ach, das wird schon ganz cool. Das wird schon ganz cool. Da freue ich mich schon mal drauf, wenn das Ganze mir in der Höhle das ein oder andere Kristallchen oder Damaskusstahl einbringt. Das wird schon ganz nett. So, resten. Und wir sehen uns, denke ich mal, morgen wieder. Habt einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das seht. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet ein. Bis dahin. Ciao, ciao.